Dieses Video ist one day in my life. Da ist was passiert. Ich habe so eine Art Mitbewohner jetzt hier. Dauerhaft. Guten Morgen, Leute. Der Wecker hat gerade geklingelt. 7 Uhr. Draußen ist mal wieder bewölkt, aber zumindest kein Regen. Ja, ich sag's euch. Aufstehen für Nicht-Morgenmenschen. Nicht so easy. Mehr Licht. Ich habe so einen groben Bewegungsablauf bei dem Ganzen, aber ist jetzt nicht super spezifisches in dem Sinn dahinter, sondern einfach ja diese Bewegung und bin draufgekommen, ich mache das tatsächlich mittlerweile jeden Tag am Morgen. Da knackst du auch einfach alles mal durch und ich sage euch, das hilft mir so dermaßen einfach beim Aufwachen. Tja, und neben meiner Bewegung, Licht am Morgen, Wasser trinken, um aufzuwachen etc. gehört nun AG1 seit circa 2 Monaten zu meiner täglichen Routine. Das sind 75 wertvolle Inhaltsstoffe, Mineralstoffe, Vitamine etc. Und die unterstützen mich ja, mit einer gesunden Routine sozusagen. Ich mache das immer am Morgen, was eigentlich auf der Verpackung empfohlen wird. So ein Scoop, wo all diese guten Dinge zusammen komprimiert sind sozusagen. Und da weiß ich einfach für mich selbst schon, ich habe was Gutes zu mir genommen. Das Ganze unterstützt mich bei Muskelregeneration. Kann ich echt behaupten, ich mache gerade so viel Sport im Sommer wie, glaube ich, noch nie. Genauso wie das Immunsystem und den Energiestoffwechsel. Das sieht grün aus, es schmeckt richtig gut. Exklusiv für euch gibt es bei Abschluss eines monatlichen Abos gratis einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 dazu, inklusive 5 gratis Travel Packs. Und als Neukunden bekommt ihr auch diesen Welcome Kit. Alle Infos unten in der Videobeschreibung, da habt ihr auch den Link dazu. Ihr habt nichts dran zu verlieren, probiert es mal aus. Viel Spaß damit, haut's rein und weiter geht's. Wem geht's noch so? Ich hasse Wäsche machen. Es ist irgendwie so eine endless story. Waschen, okay. Aufhängen auch okay, aber dann geht's ja weiter mit trockene Sachen ins Runternehmen, Wäsche zusammenlegen. Das finde ich ultra nervig. Tja, und jetzt ist da nicht nur meine Wäsche. Denn, Leute, da ist was passiert. Ich habe so eine Art Mitbewohner jetzt hier. Dauerhaft. Mein... Tut mir leid. Mein Freund hier ist tatsächlich nach Österreich gezogen. So happy. Der ist nämlich genauso ein Morgenmensch wie ich. Unsere Morgen sind meistens sehr ruhig, schweigsam. Aber... Ja, der wohnt jetzt bei mir in Österreich, von UK nach Österreich. He's so focused on his food. I'm hungry. Wanna say something? Hi. So, this is Jack. Ihr kennt ihn schon von den ein oder anderen Video. Jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Wie ist das so, so dieses Zusammenleben? In einem Haushalt mit dem Freund, Mädels, seid ehrlich, auf was muss ich mich mental, ich habe mich schon auf ein paar Dinge mental vorbereitet, aber worauf muss ich mich hier vorbereiten? Das Witzige ist, dass im Moment versteht er meistens eigentlich vermutlich nicht, was ich spreche, also ich kann euch ja alles erzählen. I'm saying you. Aber er macht echt schon richtig gute Er macht echt schon richtig gute Deutschfortschritte. Say something in German. Es ist zu früh. What are we going to do today? We're going riding. Wir werden Fahrradfahren gehen, vielleicht gehen wir surfen. Was der Tag alles so bringt. Are we surfing today? Yes. I hope so.
I hope so too. In this landlocked country. Yeah. Well, should be fun. Let's do this. Also, um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen. Ich brauche hier Tipps, Tricks und eure Hilfe für ein schönes, harmonisches Zusammenleben im Haushalt mit einem Mann. Gerne auch Männer, eure Tipps dazu. Wie regelt man das so mit dem Haushalt? Leute, ich habe jetzt so lange einfach alleine gewohnt. Deswegen, das ist neu, das ist aufregend und ja, schreibt mir das mal. Dass ich jetzt wie wild hier noch Haushalt gemacht habe, sowas wie Staubsaugen und ja, Ordnung machen etc., das habe ich euch jetzt nicht abgefilmt, aber für mehr Realität. Und vor allem kommt mir sowieso immer vor, dass diese Influencer immer diese perfekten Influencer-Wohnungen haben und alles ist so schön und so aufgeräumt. Ich will jetzt nicht sagen, bei mir ist es nicht aufgeräumt, aber dennoch gefühlt bei jeder zweiten Aufnahme muss ich irgendwie irgendwas auf die Seite schieben, damit es nicht angekramt aussieht. Und ich zeige gleich mal was. So sieht das halt da aus und das räume ich gerade von einer Ecke in die andere, weil das kommt halt jetzt eh gleich weg, das muss ausgepackt werden, denn das will ich auch heute verwenden, denn keine bezahlte Werbung, aber wir haben hier jetzt unter anderem ein Gimbal fürs Handy, ich habe ein Gimbal für die Kamera, das will ich alles testen, also Upgrade, 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 aber auch Chaos und keine perfekte Wohnung hier. So ist das. Okay Leute, schlecht Wetterprogramm, es ist so mies draußen. Ah, wir sehen hier Surfboards. Und hier mehr Chaos, denn ja, das bin ja noch nicht so lange eingezogen in der Wohnung und das ist alles noch so halb fertig und das ist jetzt, glaube ich, die beste Möglichkeit, das schlechte Wetter zu nutzen. Wir überlegen gerade hier, die Pflanzen standen auf dieser Seite. Wir überlegen gerade, weil hier eine Dachschräge ist, ob man die Pflanzen auf diese Seite bewegt. Und hier eben als Wanddeko und Anführungszeichen Surfboard draufkommen. Ich weiß, der Fernseher ist zu klein. Der ist jetzt tatsächlich wirklich zu klein. Also, wenn man hier sitzt, es ist zu klein, leider. Aber ich bin nicht willig, jetzt einen neuen Fernseher zu kaufen. Wie auch immer. Mein persönlicher Handwerker hier am Werk. Ja, also das haben wir uns eh schon anders vorgestellt. Das ist eine Watcher. So womöglich kommt das hierher. So Leute, anderer Morgen, anderer Tag und ich muss euch jetzt dieses Masterpiece hier bei Tageslicht zeigen. Boom! Schaut euch das einmal an, wie nice er das gemacht hat. Unglaublich. Diesem Seil hier, diesen Haken, also richtig geil. Und wie ihr hier im Hintergrund erkennen könnt, es scheint tatsächlich die Sonne. Es ist zwar noch ziemlich frisch draußen, irgendwie so mit 14 Grad, aber dadurch, dass der gestrige Tag einfach so gar nicht wie geplant war, sehen wir mal, Improvisation ist wieder mal alles, werde ich euch heute ein bisschen mitnehmen. Leute, ich hoffe, der Wind ist nicht zu nervig. Ich habe keinen Windschutz dabei. Dieses Video ist, ja, nicht optimal. Ich hoffe, ihr nehmt mir es nicht übel. Aber ey, schaut's wie geil. Im neuen Hut wieder was Geiles entdeckt. Jack ist auch happy, weil jetzt hat er endlich seine Bowl. Und das ist, glaube ich, ganz nice. Ja. Und jetzt heißen wir wieder anfreunden mit dem. Ich sag's euch, ich glaube, so ein bisschen Jumpbike und ich, das ist so eine unsichere Leidenschaft, aber Practice.
Und ich glaube, ihr habt es mitbekommen, dass dieses Video ist One Day in My Life zusammengewürfelt aus einer Woche, weil das Wetter uns ja so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Deswegen umso happier, dass die jetzt endlich wieder da ist. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you want. Feel the pump. Es eats shorts. Yeah. Wie scary sind eigentlich diese Dinger hier? Ich hätte gerne ein Longboard, dann könnte ich besser für Surfen üben. Ja, wir gehen heute noch surfen. Scary. Aber ich fühle mich hier jetzt schon etwas wohler. Natürlich bin ich heute gar nicht gut.